Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Crest. Bevor wir starten, ein ganz kleiner Ausflug ins Englische. Dear team from Eat, Rest, Sleep. I hope I remember that correctly. Thank you for the key, guys. It reached me around midnight. Maybe an hour later, and I was quite surprised. I had this game on my wishlist since I saw it somewhere, and I had never expected to get it from you guys directly. I had not written anything to you, but suddenly the key just popped up in my mailbox. So I will continue this let's play, let's look, using German, since most of my audience clearly is speaking German, some of them even German only. Okay, zurück zum Deutschen. Für diejenigen, die es nicht verstanden haben, ich habe um kurz nach Mitternacht diesen Key in meinem Postfach gehabt. Das Spiel habe ich seit einiger Zeit auf meiner Steam-Wunschliste gehabt und ohne dass ich die Entwickler von Eat, Rest, Sleep, glaube ich so rum, ich vergesse immer wieder, ohne dass ich sie angeschrieben habe, habe ich trotz allem plötzlich diesen Key bekommen. Ich bin dafür sehr dankbar. Ich habe auch kurz den PR-Menschen nochmal angeschrieben, nochmal ein paar Informationen einholen, ob ich irgendwas Besonderes zu beachten habe. Ich hoffe, dass ich die Folge nicht nochmal aufnehmen muss. Wie ihr sehen könnt, ist das Spiel in der Version 0442. Das heißt, es ist noch immer auch immer ein Early Access Titel. Wir haben momentan den 1.8.2017. Es ist, ja, ich würde sagen, früher Nachmittag oder früher Abend, später Nachmittag, früher Abend. Und was auch immer ich hier zeige, ist natürlich in Änderung begriffen. Ich habe mir die Presse-E-Mail durchgelesen, die ich bekommen habe. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass sich alle Tutorials am besten durchzulesen sind. Sind halt entsprechend wichtig. Und was war noch? Ach ja, das Spiel selber soll wohl jetzt nicht unbedingt actionreich sein, sagen wir es mal so. Es ist ein eher gemütliches Spiel. Das heißt, ihr dürft jetzt hier nicht erwarten, dass ich hier die gigantischen Schlachten oder sowas habe. Ich weiß noch nicht einmal genau, wie das Spiel funktioniert. Es ist ein God-Game. Das heißt, wir stellen eine göttliche Person dar. Ein göttliches Wesen, das indirekt Einfluss auf die Entwicklung eines Volkes nimmt. Und das werden wir uns mal in Ruhe angucken. Ich habe das Spiel jetzt zum, ich glaube, dritten Mal gestartet, im Endeffekt bloß, um erstmal zu gucken, ob meine Aufnahmesoftware überhaupt mitmacht, ob es das Spiel abgreifen kann. Und dann einmal in der Hoffnung, das Logo mit abzugreifen vom Entwickler und von Crest selber. Und habe dabei das Ganze übersprungen, als ich auf die Aufnahmetaste gedrückt habe. Und muss es halt jetzt zum dritten Mal starten und wir sind noch nicht weiter. Gehen wir jetzt erstmal Optionen durch. Ich habe noch nichts dementsprechend verändert. Ich werde die Musik mal ein bisschen runterdrehen. Ich denke, ich bin laut genug, aber ja, ich denke, so ist in Ordnung. Also ich habe jetzt die Musik so im Hintergrund gut auf den Ohren. Ich hoffe, das Ganze wird sich dann auch entsprechend lohnen. Was ich sehr gut finde, was ich hier sehe, Keyboard-Layout. Das werden wir mal. Das hilft jetzt natürlich gar nicht. Ich habe hier gehofft, dass wir hier das Querz angeboten bekommen. Denn das QWERTY ist die englische Tastatur, das heißt YZ ist vertauscht. Und falls die Tasten benötigt werden, sind auch dann Ö, Ü, Ä und solche Sachen genauso wie
diverse andere Tasten anders belegt. Die anderen beiden Tastaturarten sagen mir jetzt gerade gar nichts. Ich werde mal kurz googeln. Wir hatten das Certi-Keyboard. Ah, das sieht nach Französisch aus. Das gibt er mir zumindest sofort aus. Ja, da sind Q und A vertauscht. Das bringt uns natürlich auch nichts. Und dann haben wir die, ich glaube, das soll ein O sein, Ovorak. Ovorak. Ach hey, die haben ein ganz anderes Layout. Oder nee, das ist so ein D, ein Dvorak-Tastaturbelegung. Nein. Gut, in dem Fall, mach mir OBS wieder an, werden wir die QWERTY beibehalten. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwie Feedback zurückgeben kann. Also ich denke, wenn sie die Querz-Tastatur auch noch mit einbauen würden, wäre das nicht schlecht. Ihr habt ja gesehen, in dem Dropdown ist noch mehr als genug Platz. So. Ein bisschen Tee beiseite gelegt. Den Rest müssen wir mal gucken. Tutorial definitiv anlassen. Tooltips natürlich auch. Intro lassen wir mal auch an. Inverted könnte interessant sein. Kommt drauf an, was sie als Standard haben. Show me of the words in the Word Tablet. Okay. Commandment Tooltips, das ist Commandment, das weiß ich aus der E-Mail, ist das, was wir, also womit wir Befehle an die Bevölkerung geben. So, Info brauchen wir noch nicht. Oh, ich kann übrigens nicht auf Deutsch umstellen. Aktuell gibt es in der Early Access nur Englisch. Deutsch steht als nicht supported mit drin. So, den Rest lassen wir mal auch hier drin. Batching. Na gut, das könnten wir eventuell anstellen, aber erstmal gucken, ob wir überhaupt irgendwelche Leckprobleme haben. So, können wir hier eventuell. Ich habe eigentlich keinen 59er. Nö, da gibt es ja nichts anderes. Müssen wir halt das nehmen, was er uns anbietet. Accept. Dann endlich New Game. Ah. Am Anfang war alles Wasser. Okay. In diesem endlosen Ozean bist du aufgewacht. Alleine. Mut mal, das heißt hier, dass der Text jetzt nicht weitergeht, sondern dass wir mit dieser Sequenz am Ende sind. Halt reine Vermutung. Nach vielen Zyklen konntest du sehen, wie sich kleine Welten geformt haben. Gefällt mir momentan soweit. Ist mal ein ästhetisch sehr ansprechendes Intro. Einige Welten hatten leere Höhlen, welche dich an dich selbst erinnerten. Du hast sie Menschen genannt. Deine Anwesenheit hat ihnen den Willen zum Leben gegeben. Oh, das war jetzt nicht so gut. Wenn du mit ihnen kommunizierst, sehen sie nur einen Schatten deiner selbst. Sie nehmen deine Worte als ihre eigenen. Ihre Interpretation. Ja, Mold. Ja, formt im Endeffekt. Formt und ja, verändert deine Form. Oder deine Gestalt. Sie werden redefinieren, also neu definieren, was korrekt, was richtig ist.
und was falsch ist. Ist natürlich interessant und sicherlich gewollt, dass sie einmal bei dem, was richtig ist, da den einen haben, der eine Kampfhandlung begeht und bei dem, was falsch ist, anscheinend ein Geschenk überreichen. Deine Höhlen sind bereit, die Welt zu übernehmen. Wie es ihnen ergehen wird, liegt nur an dir. So, und jetzt müssen wir mal gucken, eventuell werde ich hier vorspulen, denn das stand auch drin, dass bei der Weltengeneration könnte es etwas länger dauern. Da müssen wir jetzt mal warten. Ich mache inzwischen mal das Fenster zu. Ich hoffe, vorhin hat man die Feuerwehr oder Krankenwagen nicht gehört. Tja, so viel zu den langen Wartezeiten. Das ging doch recht fix bei mir. Ja, so, wir sind in, ich vermute mal, in Spider Rift. Willkommen. Das ist schon, was ich gesagt habe. Wir sind ein Gott und geben diese Commandments. Jetzt bin ich religiös absolut nicht gebildet genug. Das müssten Gebote sein. Meine Gebote sind endgültig. Aber meine Volkschaft hat einen freien Willen und kann selber wählen, ob sie meinen Worten lauschen oder nicht. Ja, und der Tod in Crest ist permanent. Meine Regentschaft, meine Legende, wie auch immer, wird enden, wenn alle meine... weil meine gesamte Volkschaft gestorben ist. Okay, das ist soweit klar. Hep, hep. Das geht auch. Q und E. Das ist eine etwas ungewohnte Art der Kamera. Ich bin es gewohnt, dass es sich halt dann so rotiert und nicht so. Also dass es um den Punkt in der Mitte oder ähnliches dann sich rotiert. So, R und F. Hoch und runter. Und mit der linken Maustaste kann man auch so bewegen. Okay. Spider Rift ist, vermute ich mal, unsere erste Siedlung. Bestehend aus, ja, 4 Hütten. Open the World Tablet mit V Tutorial. Machen wir doch mal. Ah ne, Word-Tablet, nicht World. Okay, also die Gebote sind Anweisungen, das wissen wir bereits. Sie benutzt eine konzeptuelle Sprache, also im Endeffekt Bilder, wo es im Kontext geht. Wir haben einmal eine Condition, also eine Kondition. Wer soll dem Ganzen folgen? Dann eine Aktion. Was sollen sie machen? Und was oder wo sollen sie es machen? Click and drag the symbols. Ah, okay. Wir sollen von hier unten im Endeffekt die Symbole nach hier oben schicken. Schieben mit Drag and Drop. So. Und das habe ich eben gerade schon gesehen. Kann man, nee, das kann man nicht aus dem Weg schieben. In hovering over words, effect it com, communities will become highlighted. This way you can see if the command will affect anyone who proclaimed it. Also, wenn ich hier drüber gehe, sieht man, wo es dann ein Highlight gibt. Diese sind dann davon betroffen. Wir werden jetzt mal das hier nehmen. Vermutlich hier alle, die in der Savanne sind.
Ich vermute mal, die stehen alle in der Savanne. Sie stehen nicht in der Wüste und auch nicht im Dschungel. Darum, wenn man dieses Symbol nimmt, Dschungel, sind alle, die vom Dschungel umgeben sind, betroffen. Okay. Schreibe ein Gebot, um Essen zu sammeln. Dieses besteht, ja, aus Savanne. Sie sollen produzieren. Ah, hier. Foreigners living in a Savanna, also Gefolge, welches in der Savanne lebt. Produziert Nahrung. Und das Ganze dann proclaim. Ich vermute mal, hier ist so ein Sonnensymbol, also ähnlich einer Sonne zumindest. Ich werde es als Sonnensymbol mal bezeichnen, wenn das daneben hier ein Augensymbol ist. Minus 3. Das heißt, es werden hier oben wohl entsprechend abgezogen. Ja. Influence. Okay, also der Einfluss verändert sich, also es ist unsere Währung im Endeffekt, und sie verändert sich, wenn man diese Gebote oder ja, irgendwelche Leute, irgendwelche anderen manipuliert. Jeden halben Zyklus, ich vermute mal, dass hier oben wird ein voller Zyklus sein, bestimmt ein Tag, eine Nacht oder sowas, füllt sich das Ganze wieder ein bisschen auf. Wie viel es sich auffüllt, hängt davon ab, wie stark die Leute an uns glauben. Okay, das Ganze kann ich noch nicht so ganz verstehen. Da werden wir vermutlich noch so ein bisschen lernen müssen. Aber im Endeffekt können wir sagen, wir... Ja, Blessing. Boah. Ich weiß, was es meint. Es liegt mir auf der Zunge. Oh, das ist grausam, wenn es einem auf der Zunge liegt. Segnen. Also wir können etwas oder jemanden segnen. Und das wird im Endeffekt den Glauben unserer Anhänger stärken. Und Priester werden eher solche Sachen verbreiten, die halt eine entsprechende Verbindung haben. Ja. Und die Association ist im Endeffekt Leute, also habe ich hier mal geguckt, also das sind junge Leute. Dieses Symbol kann ich, okay. Der Also, Tote produzieren, Jungen, also ich vermute mal, Kinder töten, könnte man entweder sagen, okay, das unterstütze ich, das finde ich gut oder das verbiete ich. Und Leute, die dann halt solchen verbotenen Sachen anhängen, die werden eventuell als ja, Verräter am Glauben oder ähnliches dann angesehen von entsprechenden, also von denen, die unserem Glauben folgen. So, Sprechblasen. Okay, Sprechblase heißt im Endeffekt, dass die Leute genau das machen, was ich gesagt habe.
Okay. Sehen relativ groß aus. Und sie haben, glaube ich, hier überall Farmen jetzt gebaut, wenn ich das richtig sehe. Kann man nicht anklicken. Aber es sieht hier so auch aus, als ob man eine kleine Plantage oder sowas hätte. So, wie machst du das Commandment-Tablet auf? Ja, gut. Also hier sieht man im Endeffekt die Commandments, die wir haben. Und je nachdem, wie stark die Leute an uns glauben, umso eher werden sie das Ganze durchführen. Okay, sie haben eine entsprechende Energieleiste hier oben. Und immer wenn sich ein in Association ist, das muss ich jetzt mal nachgucken. Was meinen die damit? Ja, eine Gesellschaft, ein Verband, eine Gemeinschaft. Also immer wenn sich eine Gemeinschaft manifestiert darum, geht das Ganze runter. Und wenn das wenn die Energie bei Null ist, wird das Ganze vergessen. So, die Zahl sagt im Endeffekt aus, wie viele Städte dem Ganzen folgen. Momentan nur eins. Aber man sieht, in welcher Stadt das zumindest so ist. Bei Auszoomen. Ich will nicht sagen, dass es hier weitere Städte auf der Insel momentan gibt. Oder Kontinent, wie man es auch bezeichnen möchte. Und hiermit können wir das Ganze ausklappen. Und hier sehen wir auch, ob wir irgendwelche Gemeinschaften haben. Hier könnte man auch sagen, okay, die verbannen wir oder die segnen wir. Also genauso wie die originalen Commandments haben die Associations, also die Gemeinschaften, auch eine Anzahl an Städten, welche ihnen folgen. Und auch da kann man dann halt sehen, welche es sind. Wenn wir das Ganze verbannen, dann wird das Ganze irgendwann hoffentlich verschwinden. Das Ganze jetzt gerne. Okay, ich habe jetzt, ohne auf das Tutorial zu achten, raufgeklickt einmal. In der Hoffnung, ich wollte eigentlich diesen Radius hier verschwinden lassen. Hier findet man alle Informationen zum Stadtstaat. Es zeigt alle Ressourcen und von jeder Art, welche die Stadt hat. Ich vermute mal die oben. So, es hat verschiedene Tabs. Einmal die Bedürfnisse. Dann die Erfahrung, die sie haben. Doktrinen müsste man jetzt mal nachgucken, genau. Krieg und Gefolge. Und auch Doktrin werde ich mal nachgucken, damit das Ganze auch verstanden ist. Also ich vermute mal in dem Fall bedeutet das die Glaubenssätze, die sie haben. So, die Stadtbedürfnisse. Blau ist, sie sind unzufrieden. Gelb, sie sind, naja. Und grün, sie sind glücklich. Ich glaube, das war dann eher so in der Übersicht hier. Ja, sie haben halt unterschiedliche Bedürfnisse. Das Grüne bedeutet, was erreicht es? So viel gibt es von den verschiedenen Sachen. Die
naja, graubraunen Vierecke sagen aus, was sie haben möchten. Also, ja, wonach es sie verlangt. Und die Dreiecke, die roten, sind das, was sie benötigen. Das heißt, Rot, das wird zum Überleben, zum guten Leben benötigt. Und alles andere ist Luxus. Hätte man gerne, muss man aber nicht haben. Umso mehr sie natürlich alles erfüllt haben, umso glücklicher werden sie und umso besser arbeiten sie. Und die Commandments können das Ganze beeinflussen. Ich soll es jetzt irgendwie wieder ausblenden. Ah, okay. Ökologie. Ja. ja, wir sind in einer Welt, wo sich alles gegenseitig beeinflusst. Und wenn wir nicht aufpassen, dann machen unsere Gefolge aus der Welt vielleicht eine Wüste. Das heißt, wir dürfen nicht zu viel jagen, wir dürfen nicht zu viel abholzen. Wir sind davon abhängig. Wir brauchen es, aber wir dürfen davon nicht zu viel. Und auch die Natur gegenseitig benötigt sich. So, ich möchte jetzt nochmal auf die Stadt hier raufgehen. Wir haben hier die City Needs. Da ist momentan, ja, brauchen Esteem, Safety, Offspring, Fellowship und Abundance. Ne, Abundance brauchen sie gar nicht so viel. Local Face, der lokale Glauben. Man zeigt im Endeffekt an, wie sie über das empfinden, was wir ihnen hier so aufgegeben haben. Wie das den Glauben beeinflusst. Also das Momentane geht eher so in den neutralen Bereich. Expertise, worin sie gut sind. Es gibt zwei Stück. Es gibt einmal das Wachstum und einmal Produktion. Und je nachdem, wie man alles macht, können die halt unterschiedlich gut sein. Je mehr Sterne, umso besser. Unsere sind halt besonders gut im Farmen. Und sie produzieren dabei mehr Nahrung. Mit Bergbau sind sie nicht so gut. Oh, Doktrinen, da wollte ich noch gar nicht so weit hin. Ja, es gibt 6 verschiedene Doktrinen. Wenn sie eine erfüllen, dann kommt die halt in Existenz. Es gibt 6 verschiedene. Einmal die Preservers. Das sind vermutlich solche, die alles, ja, Preserving im Endeffekt erhalten wollen. Man könnte sagen, vielleicht mit Greenpeace so in die Richtung vergleichbar. Sie wollen alles erhalten. Unterhalter im Sinne von, wir wollen alles erhalten, ist ähnlich zu den Preservers aller Voraussicht nach. Flexibel sein, sich einig sein, irgendwo verbunden sein miteinander. Sorry, das war jetzt die Brille auf dem Mikrofon. Hegemonie kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen und ja, im Endeffekt ausbeuten. Profit. So, und hier haben wir das Ganze. Je nachdem, was besonders stark ist, dominiert das Ganze die entsprechende Stadt. Ja, hier im Endeffekt neben dem Hier und Jetzt Ausbeutung. Warfare, also Kriegsführung, zeigt im Endeffekt die Stärken und Schwächen einer Stadt an. Auf der linken Seite sehen wir halt hier im Kreis, wie viele Krieger zur Verfügung stehen, wie gut Offensive und Defensive der Stadt sind,
und wo die Boni herkommen. Wir haben dank gutem Essen einen guten Bonus, was das angeht. Ansonsten war er allgemein schlecht. So. Die Gefolgschaft. Ja, zeigt im Endeffekt unser Gefolge an, wie gut es ihnen geht, wie viel Nahrung sie haben und wie nah sie daran sind, Kinder zu bekommen. Also mit Namen haben wir hier noch nicht viel. Da habe ich mal auf Follower geklickt. Das ist im Endeffekt vermutlich das gleiche, als wenn ich hier im Spiel in der großen Übersicht auf sie klicken würde. Damit bekommen wir etwas mehr Informationen über die Person. Alter, Hunger, Anzahl an Kindern, die Ausdauer, wie viel Nahrung zur Verfügung steht, was sie im Moment machen und was sie benötigen. Ah, okay, bei dem I kann man nochmal raufklicken. Sie brauchen Abundance and Sustenance. Also, wir bräuchten Fellowship, Safety und Offspring. Ich würde mal sagen, dass wir versuchen, hier für Offspring zu sorgen. Wie wir sagen, unsere Leute in der Savanne Wolke. Migrieren, nicht migrieren. Die sollen Nachwuchs produzieren. Mal gucken. Haben sie das? Oh, das finden sie nicht ganz so gut. Ist nicht gemocht. Aber ist mir erstmal egal. Okay, das heißt, dass also ein Command mit irgendwas anderem in Verbindung gebracht wird. Kann ich auch noch nicht so gut nachvollziehen. Wir ja, produzieren Nachkommen, weil Gott ist, weil es Gottes Wille ist. Okay. Oh, Open Kalender mit B. Ah, okay, Kalender. Okay, der Kalender. Er ist aufgeteilt in 8 Perioden, also Abschnitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Für einen kompletten Zyklus. Hatte ich also recht. Das ist jeweils hier so ein halber Zyklus. So, man kann es außerdem benutzen, um hoffentlich zu erkennen, wenn sich irgendetwas Größeres ändert. Also zum Beispiel, wenn sich die Jahreszeit ändert oder ob eine Stadt eventuell verhungern wird, solche Sachen. Ich will jetzt noch nicht allzu viel daraus ablesen. Ich kann zumindest sagen, okay, wir haben hier, jede Periode hat ein anderes Symbol. Ich vermute mal, jede Periode sagt dann auch, was für ein Wetter da sein wird. Das heißt, dass wir in der Periode 5 es bewölkt haben werden, also vermutlich hier. Und die restlichen 3 Perioden in der Übersicht sonnig. Click on a Chronicler Button. Ich vermute mal das hervorgehobene hier. Mensch, sind die immer noch am Nachkommen produzieren? Und was oder wer bist du?
okay. Jeder Erwachsene kann im Endeffekt bis zu 3 Kinder mit sich tragen. Das heißt, wo ich in dem Sinne Kinder. Sie erhöhen damit den Essensbedarf der entsprechenden Bevölkerungseinheit, aber sobald sie groß genug sind, werden sie entsprechend ausziehen. Wenn es freien Platz in der Stadt gibt. Boah, ich wollte dann auf den Connector klicken. Okay, wir haben einen Ratgeber und einen Chronicler. Nur Chronicler von Chronic, also von jemandem, der Ereignisse mitschreibt. Okay, die Ratgeber haben wir das erste Mal zur Verfügung, wenn die ersten Mitglieder des Stammes sterben. Ja, und wirklich von der Chronik ein Geschichtsschreiber. Der wird im Endeffekt alles zeigen, was passiert ist. Aha, ich bin der Gott des Wertes, God of Value. Und die Leute würden alles für mich machen. Und das ist alles bisher passiert, wie es aussieht. Ich vermute mal, hier ist der Anfang. Zyklus 1, Periode 1. Ein neuer Anfang. Mein erstes Commandment. Regensaison hat begonnen. Die Leute fangen an zu arbeiten. Also hier in der haben die meisten an Mine gearbeitet. Ich weiß nicht, dass ich eine Mine habe, aber okay. Und hier sind noch ein paar andere Sachen mit bei. Das ist so ein Filter. Ja, das ist ein Filter. Na, das nächste Commandment und die Leute haben gearbeitet. Okay. Also, Nahrung anbauen ist sehr populär, während Kinderkriegen eher nicht gemocht ist von den Leuten. Das haben wir schon gemacht. Ich packe die hier nochmal zusammen. Super. Er erkennt nicht, dass dieses Commandment bereits existiert. Hallo Löwen. Sollte ich mir Sorgen machen, dass da Löwen bei mir rumrennen? Ich habe momentan nicht genug Einfluss. Ich frage mich, was dann natürlich passiert, wenn ich das Commandment nochmal gebe. Wir müssen vermutlich bis hier warten. Ja. Ich weiß, die 80 hier oben ist. Diplomatie haben wir momentan nicht. Menü. Ja, okay. Geschwindigkeit. Ah, okay. Dann können wir die Sachen ein- und ausblenden. Schon, was passiert, wenn wir den hier machen? Der wird sogar hervorgehoben. Sehr schön. Was haben wir hier drüben? Mal gucken. Das sind bloß Tiere, die sich vermehren. Ah, hier gibt es Kohle und vermutlich Eisen. Könnten Edelsteine sein. Hier drüben so. Auch nichts Besonderes.
Ah, okay, wir haben jetzt genug zurückbekommen. Das war ein Wert von 4, den wir zurückbekommen haben. Neu entstanden. So, jetzt sagen wir mal den hier nochmal. Ja, da hätten wir etwas länger warten müssen. Aber ich wollte das Ganze schon in Auftrag geben. Würde ich das Ganze natürlich gerne rückgängig machen, kann ich aber natürlich nicht. Okay, wir haben das Tutorial abgeschlossen. Falls wir auf neue Sachen stoßen, werden wir trotz allem immer noch ein Pop-up bekommen, das uns Sachen erklärt. Aber das war's dann auch schon. Wir haben jetzt keine Mission mehr, um irgendetwas ja, zu bekommen. So. Das Ding heißt, die machen, was sie wollen, nicht was wir wollen. Ja, der farmt, weil er will. Ist vollkommen in Ordnung. Der geht in die Mine. Metal. Das hier. Nein, es ist Gefolgschaft, welche Metall haben. Consume. Destroy. Don't destroy. Don't distribute. Distribute. Explore, don't explore. Mal produzieren. Sollen wir auch noch Metall produzieren? Wenn sie das eh machen wollen, dann mein Gott. Wo ist denn? Ah, da unten ist er. Er geht nach Hause, weil er will. Ist vollkommen in Ordnung. Okay, das ist das, was ich gehofft hatte. Das sagt aus, wie stark die Leute an mich glauben. Und selbst wenn sie etwas nicht machen wollen, wenn der Glaube nur stark genug ist, werden sie es trotz allem durchführen. Gut. Aber ich denke, damit ist die Folge lang genug. Wir haben das Tutorial abgeschlossen. Wir haben uns die Option vorher angesehen. Gucken wir mal, wie wir in der nächsten Folge weitermachen. Wie viele Folgen ich denn dementsprechend heute aufnehmen werde und wie das Ganze bei euch ankommt. Schreibt was dazu. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann, euer China Tiger.